Ja, Metal-Leute. Es ist mal wieder soweit. Ich habe Bock auf rote Brötchen. Habe mich da ein bisschen vom Rainer inspirieren lassen. Ja, aber heute mache ich mir mal selber ein Sandwich. Stellt scharf, die Scheiße. Unser Kalorienkardinal, ja, er kann es einfach nicht lassen. Warum gehen die Kippen immer aus? Gratis WLAN in der Bahn. 49 € Ticket regelt. Ja. So. Oh Gott, da wird sich meine Alte wieder freuen. Ja, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Normalerweise bevorzuge ich ja kleine mollige Mullen, weil ja. Die Remoulade ist abgelaufen. Scheiße. Kleine mollige Junge, weil sind sie klein und rund, bist du gesund. Zum Glück habe ich noch eine zweite. Jetzt brauchen wir erstmal eine Grundlage. Gut, meine jetzige Mulle, die schlägt ein bisschen aus der Art. Darf man das so sagen zu Frauen? Weil, ja, sie ist 52 und da sage ich einfach, je reifer die Frucht, desto süßer der Saft. Na, habt ihr es kapiert? Ja, aber Mollige haben was. Weil im Sommer spenden sie Schatten. Und im Winter halten sie warm. So, jetzt darf jemand Frauenhass auf seiner Liste abhaken. Mit rechts klopft sich's besser. Oh, da kann jemand wieder was abhaken. So ein Nazi-Klump, was davor jeder wieder hinausmettelt. So, jetzt erstmal eine rauchen. Einfach Wahnsinn. So, wie machen wir jetzt weiter mit dem Sandwich? Wo hab's denn ich? Da. Wenn ja jetzt hier die perfekte Grundlage für. Ja, ihr wisst ja. Paar Krabben, ne? Da können wir heute ein bisschen viel drauf hauen. YouTube hat ja ausgezahlt, haha. Und die kommen gleich in den Kühlschrank. Kühlkette nicht unterbrechen, bevor ich ja Durst. Ja, ich frage mich, wann der Rainer mal so richtig eine auf die Gosche kriegt. Oh, jetzt sind wir hier. Wo ist er? Ja, auf dem Sandwich gehört ja natürlich Wurst. Wir nehmen nur Lioner. Vom Schwein. Ich esse das aus religiöser Überzeugung. Oh, und da kann jemand wieder was abhaken. Ja. Herrlich, hat mich gut unterhalten. So, nehmen wir jetzt mal. Nee, komm, drei. Der Furchi hat ja heute Hunger. Tun wir mal zur Seite. Und ich brauche wieder eine Kippe. Fang jetzt Raucher bloß nicht an. Aber zum Glück rauche ich schon weniger. Aber sauf dafür mehr. So, Alkoholiker können wir auch abhaken. So, jetzt eine Scheibe. Weil das wird. Nee, halt. Oder? Nee, anders. Ich habe doch da was Wunderschönes für euch gekauft. Weil es gehört ja auch Käse nicht drauf. Und es ist zwar teuer, aber ich finde es so putzig.
Da ist so ein Fuchs. Und in dem Fächle da unten ist der Reini. Das ist doch süß, ne? Aber wie man Kinder so abzocken kann. Okay, mich hätte sie dadurch auch abgezockt. So. Ja, eine Scheibe reicht erstmal. Ach ja. Machen wir jetzt hier das drauf. Dann, wo ist er? Furche braucht sehr scharf. Das saugt sehr gut. Nein. Na komm. Ah, die Flasche ist auch leer. So, alles in die Küche schmeißen. Hat der Reini auch gemacht. Oh, ich könnte es jetzt schon essen. Dann habe ich beim Lidl was Geiles gefunden. Schmeckt richtig geil, aber da müsst ihr erstmal 2 Tage offen im Kühlschrank ziehen lassen. Rettichsalat. Ey, für die Arbeit. Perfekt. So. Den müssen wir jetzt natürlich ein bisschen ausdrücken, weil sonst wird das Sandwich zu lätschig. So, jetzt, weil wir es ja jetzt komprimiert haben, müssen wir das bisschen. Ja. So, Griffelwasche. So, das putzen wir an der Jeans ab. Ja, ich bin jetzt gerade nicht nackt. Weil ich habe ja eine Mulle und die wäscht auch mal Wäsch. Also kann ich mir jetzt die Griffel auch an der Hose abtrocknen. Hat sie wenigstens gleich Geschäft. In der Waschküche. Oh, frauenfeindlich. Das war wieder frauenfeindlich, Furchi. Es geht doch nicht. Dann wieder Lioner. 2 Scheiben. Dann wieder unser Schweinchen. Ach, ich finde das so putzig. Das ist so süß. Was hat denn die Packung? 80 Gramm und zahlt fast 2 Euro. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich ein Kind hätte, ich wäre arm. Aber ich pflanze mich nicht fort. Muss nicht sein. Ja, das war's jetzt eigentlich schon. Da kommt noch ein bisschen Remoulade. Aber nur. Na, Schweinchen, hast du Schnupfen? Gut, Deckel. Deckel. So, und ihr wisst ja, da ist der zweite Stock. Wir müssen ja mal messen, wie dick das ist. Ja, es ist 6,5 cm. Die Zahl kenne ich irgendwoher. Aber jetzt müssen wir natürlich hart, aber gefühlvoll komprimieren. Das wäre jetzt der Vorteil, wenn ich eine mollige Mulle hätte, so mit 80 Kilo, dann wäre das Ding richtig komprimiert. Ach, frauenfeindliche Witze, nicht gut. Ja, knappe 4 cm. Ja, jetzt schneiden wir das sandwichmäßig durch. Durch den Rettich. Da ist ein bisschen Rettich. Das hat sich gerade so angehört, als würdest du eine Mulle fisten, ne? So, und jetzt. Ah, da, ich hab'n. Wurde auch mal wieder Zeit. Ja, der ist noch ein bisschen nass vom Abspülen, aber egal. Ja. So, du kommst da drauf. Du auch. Ja. Oma Stella. Aus der guten alten Zeit. Was? Vorher, du sollst deine Tabletten nehmen. So, zu guter Letzt. Noch das Puschele. Voila. Aber ihr wisst ja, jetzt paar davon. Feierabend genießen.
Und dann kommt die Verkostung. Eine Ewigkeit später. So, Verkostung, Leute. Ich werde aber nur die eine Hälfte essen, weil sonst wird das Video zu lange. Ja. Schaut es euch an. Richtig, richtig lecker. Und ja. Zuerst kommt die Leona durch, dann ich brauche noch mal einen Happen. Der Rettichsalat. Heiligsblechle. Und dann die Schärfe vom Tabasco. Krabben schmecke ich irgendwie nichts, aber Moment. Hier sieht man sie. Oh, oh, Moment. Okay, Schärfe kommt. Boah. Rainer. Das wäre ein Survival-Sandwich. Du hast da sämtliche Proteine, Krabbene, Schärfene. Ja, es macht dich warm. Oh, das sollte ich echt vermarkten. Und diese, ich nenne sie mal Schweinerkäse, ne? Die passen auch ganz gut dazu, weil das ist, glaub irgendwie Cheddar. Ne, nicht Cheddar, Emmentaler, sorry. Aber echt, boah, geil! Diese frische, ohne Scheiß jetzt, Leute, diese frische mit dem gekauften Rettichsalat. Ist das geil. Oh, jetzt mal einen Schluck Fanta. Warum muss jetzt Fanta irgendwie solche blöden Dinger da dran machen, damit der Deckel dran bleibt? Ja, scheiß grün. Alter, ist das geil. Also Leute, ich will mich ja nicht selber loben, aber hab ich da einen geilen Rotz gemacht? Oh, geil. So, letzter Bissen. Gut, ich glaube, die Remoulade schmeckt mal jetzt nicht so raus, aber richtig geil. Und das als so, ich sag mal, Triple-Decker oder Doppeldecker, je nachdem, wie man das sieht. Geil. Also Leute, nachkochen. Das fresse ich später, weil ich muss jetzt noch ein bisschen was auf YouTube nachholen. Aber geil.
Und wie gesagt, manche meinen, der Furche schmeißt es weg. Nein, ich fress es auf. Das hat lecker geschmeckt, wird aufgessen. Also, Mädel auf und dann schauen wir mal, was der Schiss macht. Der hat wehgetan.